Möchtest du malen und es klappt nicht? Erster Schritt für die Kreativität. Erstens, Me-Time. Schaffe dir eine Zeit, um eine Pause zu machen, um nichts zu tun. Einfach nur Zeit für dich. Zweitens, ein Raum der Stille. Die sind ein Ort, wo du dich erholen kannst. Es kann unterschiedlich sein, je nachdem, ob das die Ferien sind, kann das ein See sein, Meer oder Berge, wie hier zum Beispiel. Oder zu Hause, einfach durch das Fenster schauen, in die Ferne und träumen. Oder durch den Wald gehen, einen Park, wenn du zu Hause etwas in der Nähe hast, was dich sehr gut erholt, ins Grüne. Oder ein Kamin, wenn du zu Hause sowas hast. Einfach schauen, wie erholsam das ist. Stundenlang kann man in einem Kamin gucken. Oder sonst in den Himmel schauen. Und die Wolken vorbeiziehen lassen. Sehen. Drittens, innere Ruhe. Überlege, was stresst dich? Überlege Zeiten, wo zum Beispiel Handy frei oder mit einer einfachen Musik oder gar keine. Etwas, was dir hilft, zur Ruhe zu kommen. Und was denn? Was kann ich denn dann tun? Es ist schwer, einfach mal nichts zu tun und zu sitzen. Also man kann die Zeit nutzen, um nach innen zu schauen. Es kann helfen, Tagebuch zu schreiben, Ideen zu sammeln oder einfach mal einfach schauen und reflektieren. Wozu ist das gut? Diese Zeiten und diese Orte der Erholung sind eine Hilfe zum Träumen. Träumen, einfach die Fantasie freien Lauf lassen. Es kann helfen zum Reflektieren über sich selbst, über dein Kunstwerk, über die nächsten Pläne, wie den Prozess, wie das weitergehen soll. Trauern. Manchmal gibt es Dinge, die verarbeitet werden müssen. Da braucht man auch Zeiten dafür. Und Selbsterkenntnis. Ja, Zeiten des Nichtstun. Das hilft eine Hilfe für die Kreativität im Gang zu setzen. Es ist ganz einfach, kostet nichts, aber das zu tun und das regelmäßig zu tun. So, in diesem Sinne, alles Gute. Ich wünsche dir viel Kreativität. Tschüss.